Ja, hallo, herzlich willkommen an alle da draußen, die wieder eingeschaltet haben zu einem weiteren Webinar der Bernina Sticksoftware 8. Heute mit dem Thema Photostitch. Mein Name ist Anja Lier-Kübler. Ich bin bei Bernina im Bereich Ausbildung und Support tätig. Durch das Webinar führt gleich Claudia Bös, die viele von Ihnen wahrscheinlich schon aus früheren Webinaren kennen. Ja, und ich mache es ganz kurz, noch zu Ihrer Information. Sie sind während dem Webinar alle im Zuhörermodus geschaltet. Sollten Sie Fragen zum Thema haben, schreiben Sie diese bitte in das Feld Fragen. Bitte stellen Sie keine Fragen im Chat. Das wird dann für uns, sehr unübersichtlich. Wenn Sie das im Fragefeld eintragen, können wir das dann besser im Anschluss, sortieren und dann auch beantworten. Gut, ich übergebe jetzt an Claudia Bös und wünsche viel Spaß. Vielen Dank, Anja. Einen herzlichen guten Abend. Willkommen bei einem weiteren Webinar über die Sticksoftware 8. Mein Name ist Claudia Böss. Anja hat mich ja schon vorgestellt. Unser Thema heute ist Fotostitch, die verschiedenen Varianten. Welche Art von Fotostitch kann man mit der Sticksoftware 8 realisieren? Was ist Fotostitch überhaupt? Einfach, es geht um die Möglichkeit, um aus Bildern oder Grafiken Stickereien zu erzeugen. Allerdings haben diese Stickereien eine andere Stichart, andere Sticharten, als wenn man solche Stickereien manuell programmiert. Ich werde Ihnen vorstellen, welche Varianten es eben gibt, wie man ein Bild einfügt. Wir werden eine Farbfotostickerei erstellen. Danach stellen wir uns die Frage und lösen auch die Frage: Photosnap, was ist das? Und wie immer am Ende gibt es ein paar Tipps und Tricks, die aber auch während des Webinars immer einfließen. Welche Varianten gibt es? Ich habe Ihnen hier mal die zwei Varianten der Fotostickerei dargestellt, die man mit der Sticksoftware 8 erstellen kann. Das linke mit den Linien ist der Photosnap. Das ist eine eigentlich Schwarz-Weiß-Stickerei, also eine einfarbige Stickerei, wo die Linien oder die Stickereien werden, das sind Reihen und diese bestehen dann im oder ja, werden haben verschiedene Abstände und das ist ein Satin-Stich, der mal weniger groß, mal mehr groß wird und dadurch einen ja, Effekt erzielt, wie man schon erkennen kann. Es handelt sich hier um eine alte Bernina-Nähmaschine. Okay, das ist eine Bernina, das sieht man nicht, aber eine alte Nähmaschine. Diese Linien erinnern ein wenig an einen Zeilendrucker. Rechts daneben haben wir das gleiche Bild nochmal, also die Vorlage war identisch. Das ist die Farbfotostickerei. Diese ist neu in der Sticksoftware 8 hinzugekommen, im Gegensatz zum Photosnap, den es schon länger gibt. Bei der Farbfotostickerei werden abwechslungsreiche Stickungen aus mehreren Farben erzeugt und der Stich selber ja, erinnert so ein wenig an einen Mäanderstich. Ich sag mal, ist ein leicht Chaosstich, aber das Ganze werden wir dann im Detail sehen, wenn wir eine Farbfotostickerei erzeugen. Beide Stickereien haben ihren Reiz, also je nachdem, was man erzielen möchte, gibt das ganz tolle Effekte. Wo ich sie ein bisschen sensibilisieren möchte, der Farbfotostick an sich ist sehr rechenintensiv und erzeugt auch immer sehr, sehr viele Stiche. Also diese zwei Stickobjekte, die wir hier haben, den Photosnap und die Farbfotostickerei, haben in Summe fast 63.000 Stiche. Das bitte beachten, das werden Sie auch immer wieder sehen, wenn wir jetzt eben etwas tiefer in die Farbfotostickerei einsteigen. Und das ist was wirklich wo rechenintensiv ist und auch zeitintensiv zum Sticken. Aber kommen ganz tolle Effekte raus. Bevor wir eine Farbfotostickerei oder eine Photosnap überhaupt erzeugen können, müssen wir ein Bild einfügen. Dazu öffne ich jetzt mal ein neues Feld. Unsere Werkzeugpalette, die wir generell öffnen, für die Fotostickerei und zum Bild einfügen. Das ist die automatische Digitalisierung. Das ist unsere Schublade, die wir heute aufziehen, in der wir arbeiten werden und die wir eben verwenden werden. Sie sehen hier,
auf der linken Seite die Farbfotostickerei und den Fotosnap. Beide Optionen sind aber ausgegraut. Das liegt daran, weil wir noch kein Bild zur Verfügung haben. Erst wenn ein Bild auf unserer Arbeitsfläche liegt, haben Sie die Möglichkeit, diese Optionen anzuwählen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bilder, also Grafiken oder Fotos, das ist jetzt hier völlig egal, wir verwenden jetzt heute mal die Fotos, in die Sticksoftware 8 einzulesen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten, ob Sie die Datei über die Bildleinwand, also über CorelDRAW einlesen oder über die Stickleinwand. Ich zeige Ihnen jetzt, auf welchen Ebenen Sie die in der Stickleinwand Bilder einfügen können. Wir holen uns das Bild aber nachher aus der Bildleinwand. Also Bilder einfügen kann man überall da, wo dieses Feld ist mit dem Blümchen drauf. Also das kann, bei mir ist das hier oben, das kann bei Ihnen wo ganz anders sein. Hier gibt es eben das Feld Bild einfügen. Das Bild einfügen hier links ist identisch. Das Ergebnis und die Funktion ist identisch. Und Sie haben auch die Möglichkeit, über Datei Bild einfügen zu gehen. Auch das gibt das identische Bild. Auch hier sehen Sie sagen mal, diese Seite mit dem Blümchen drauf. Wenn Sie auf eines der drei klicken, ich nehme jetzt mal das hier, gelangen Sie in den Explorer eigentlich, und zwar an der Stelle, wo Sie als letztes waren. In diesem Verzeichnis, dieser öffnet sich hier. Wir fügen unser Bild jetzt über die Bildarbeitsfläche ein. Dazu gehe ich jetzt hier ganz nach oben links und starte CorelDRAW. Und auch hier findet man wieder, ich sag mal, die Seite mit dem Blümchen. Und auch hier steht die Option Bild einfügen. Diese wähle ich jetzt aus. Und auch hier öffnet sich der Explorer, steht hier Importieren. Und das Verzeichnis, in dem Sie als letztes sich bewegt haben, dieses öffnet sich. Wir verwenden heute für den Farbfotostick die Katze. Diese ist Ihnen bekannt. Wenn Sie die Sticksoftware 8 öffnen, ist diese jedes Mal im Startfenster mit drin. Ich verwende deswegen dieses Bild, weil sie Bestandteil der Sticksoftware 8 ist und Sie dieses Bild auch als Vorlage zum Üben zu Hause nehmen können. Und damit können Sie ein wenig spielen. Wenn Sie hier im Explorer kein Bild sehen, besteht die Möglichkeit, dass Sie ganz unten rechts, wo alle Dateiformate bei mir angeklickt ist, eventuell ein anderes Dateiformat angewählt haben, was aber nicht Ihrem Foto entspricht. Deswegen lassen Sie die Einstellung alle Dateiformate, wo ist es denn hier, lassen Sie das hier aktiv und Sie sehen sämtliche Bitmap- oder Bildvorlagen, die Sie in Ihrem Arbeitsverzeichnis eben haben. Ich klicke jetzt auf die Katze, wähle Importieren und habe jetzt hier, das sieht man, glaube ich, ganz gut, unter meinem Mauszeiger, der hat sich verändert, habe ich wie ein rechteckiges Lineal. Dort steht der Name des Bildes, was ich geöffnet habe, und die aktuelle Größe, die Breite und Höhe. Das weiß ich nicht, ob man das sehen kann, deswegen lese ich es mal vor. Die Breite sind circa 253 mm und die Höhe 168. Wenn Sie eine Farbfotostickerei machen, ist die empfohlene Größe circa 15 auf 15 Zentimeter, also 150 mal 150 mm. Wenn Sie ein nicht quadratisches, sondern rechteckiges Bild haben, sollte eine Seitenkante circa 15 Zentimeter haben. Ich klicke jetzt mit der linken Maus oben links in die Ecke und ziehe mir das so groß, bis ich unter meinem Mauszeiger, was habe ich denn jetzt hier? Ja, ich habe jetzt 17 Zentimeter breit und circa 11 Zentimeter hoch. So habe ich diese Katze hier auf meiner Arbeitsfläche platziert. Jetzt wechsle ich zurück in die Stickleinwand und sehe meine Katze hier auf der Oberfläche. Sollten Sie mal ein Bild reinladen, was Sie nicht auf Ihrer Oberfläche sehen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Sie hier oben dieses Feld Bitmaps ausgeschaltet haben. Es ist also nicht gelb unterlegt. Im Farbfilm selber, wenn Sie eine Grafik hinterlegt haben, haben Sie im Farbfilm immer so ein, ja, wie so ein Bilderrahmen mit Boot und Sonne und so. Dieses Symbol hier
gibt an, aha, eigentlich befindet sich auf meiner Stickleinwand eine Grafik. Also wenn Sie hier eine sehen, aber hier in Ihrer Oberfläche nicht, dann klicken Sie mal auf die Blume. Ich gehe jetzt zurück in die automatisch digitalisieren Schublade und sehe, dass meine Optionen hier nach wie vor ausgegraut sind. Das liegt daran, weil ich die Katze noch nicht selektiert habe. Ich klicke jetzt einmal mit der linken Maus drauf und alle Optionen stehen mir zur Verfügung. Die erste, die ich Ihnen zeigen möchte, ist, Sie haben hier die Möglichkeit, den Hintergrund Ihres Fotos zu beschneiden. Das wähle ich mal an. Und Hintergrund beschneiden ist jetzt gelb unterlegt und es öffnet sich ein extra Fenster mit ziemlich vielen, ja, ich sag mal, vorgefertigten Symbolen. Ich wähle jetzt mal einfach das Oval. Ich habe jetzt hier auf der Katze, wie auf der Katzennase, wie so einen Kreis. Und unten links steht auf der Aufforderungsleiste zur Konturerstellung klicken und ziehen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich aktuell unter meinem Mauszeiger einen Kreis oder ein Oval liegen. Ich positioniere meinen Mauszeiger jetzt mal auch wieder hier oben links, klicke mit der linken Maus, halte die Maustaste gedrückt und ziehe ein Oval über die Katze. Alles, was außerhalb dieses Ovals ist, wird nun ausgeblendet. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich mit meinem Oval, wie ich zum Beispiel hier gemacht habe, die Augen nicht ganz getroffen habe und sehr gerne möchte, dass das noch größer wird. Ich habe die Möglichkeit, diese Formen, die mir hier bei Beschneiden vorliegen, durch Umformen oder durch Drücken der Taste H kann ich diese weiter editieren. Also, wenn Sie das hier machen, sehen Sie, ah, da kommen die Objekte, die uns vom, sag mal, normalen Programmieren bekannt vorkommen. Also in dem Fall sind es die runden Kreise. Ich kann einen Kreis nehmen und kann ihn verschieben. Ich kann aus diesem Kreis durch Drücken der Leertaste einen Eckpunkt machen. Ich kann auch zusätzliche Punkte hinzufügen. Also somit kann ich mir auch eine völlig freie Form gestalten und das Ganze beende ich dann mit Escape. So haben Sie wirklich die Möglichkeit, Ihr Foto auch wenn es schon auf der Stickleinwand liegt, sag ich mal, zu beschneiden oder einfach, vielleicht haben Sie auch ein Gesicht und möchten gerne ein Herz drüber legen. Auch dieses geht mit Hintergrund beschneiden. Ich mache das Umformen jetzt nochmal rückgängig, da ich gerne die ganze Katze haben möchte. Und zeige als nächstes den Punkt Anpassen. Wenn Sie auf den Punkt Anpassen klicken, dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Auf der linken Seite wird die Original-Bitmap angezeigt und auf der rechten Seite die angepasste Bitmap. Ich habe hier in diesem Anpassen-Fenster die Möglichkeit, den Farbeffekt zu verändern. Zum einen steht mir als Farbeffekt Sepia zur Verfügung. Sepia bezeichnet eigentlich die dunkelbraune Farbe alter Fotos, also von denjenigen, die noch so alte, vergilbte Fotos haben. Das ist diese Farbe. Oder Sie können auch aus unserer Katze eine graue Katze machen. Das machen wir aber nicht, wir hätten gerne eine farbige Katze. Sie haben hier die Möglichkeit, mit der Helligkeit und dem Kontrast zu spielen. Und alles, was Sie verändern, sehen Sie auch gleich in dem Vorschaubild. Wir werden jetzt für die spätere Umwandlung die Helligkeit auf 3,5 verschieben und den Kontrast auf 10. Sollten Sie irgendwelche Einstellungen gemacht haben, die Sie nicht haben wollen oder wo Sie nur eine rückgängig machen möchten, auch hier gibt es wieder einen Rückgängigpfeil. Oder Sie sagen, nein, alles, was ich verändert habe, will ich gar nicht haben, können Sie auf Zurücksetzen klicken und haben den Ursprungszustand der Bitmap wieder und können weitere Einstellungen vornehmen. Ich bestätige das Ganze jetzt mit OK. Als nächstes möchte ich Ihnen noch die Option Bitmap-Bildvorlage retuschieren zeigen. Wenn ich auf diesen Button klicke, öffnet sich das Programm, das Grafikprogramm, welches ich im Hintergrund mit meiner Sticksoftware 8 gekoppelt habe. Wie kopple ich ein Grafikprogramm mit einer Sticksoftware? Das geht ganz einfach, indem ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke
Es öffnet sich das allgemeine Optionenfenster. Das ist das gleiche Fenster, als wenn ich hier oben auf unseren Werkzeugkasten draufklicken würde. Also dieses und hier mit der rechten Maus gelange ich in das gleiche Fenster. Und da gibt es in der Mitte ein Feld, das hat der eine oder andere bestimmt mal beim bisschen Rumschauen schon entdeckt. Das nennt sich Bildvorlage retuschieren. Standardmäßig ist hier Paint angeklickt. Microsoft Paint ist Bestandteil von jedem Windows-Programm. Ich habe Corel Photo Paint aktiviert. Das ist Bestandteil der Corel Suite, die mit der Sticksoftware 8 kommt. Oder Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie ein PaintShop Pro auf Ihrem Rechner installiert haben, dann wird das hier auch zur Verfügung gestellt und können dann dieses Programm klicken. Was mache ich mit diesen Einstellungen? Wenn ich jetzt hier mit der linken Maus, das mache ich jetzt nicht, weil das doch sehr speicherintensiv ist, deswegen erzähle ich das nur. Sie können mit der linken Maus auf Bitmap-Bildvorlage retuschieren gehen und es öffnet sich das Grafikprogramm, welches wir eben in diesem Optionsfenster aktiviert haben. Und Sie können mit diesem Grafikprogramm Ihre Grafik erst im Vorfeld umgestalten. Und zwar mit einem Profi oder ja, einem dafür ausgelegten Programm. Die Sticksoftware 8 ist eine Software, mit der man Stickereien erstellt und es gibt Programme, mit denen man Grafiken bearbeitet. Und hier mit der linken Maustaste, wenn ich hier das selektiere, öffnet sich eben eines dieser Grafikprogramme, wo sich wirklich sämtliche Parameter im Detail Ihrer Fotografie, ich bleibe jetzt mal bei der Fotografie, Ihrer Fotografie eben einstellen können. Wir haben jetzt unser Bild soweit vorbereitet und haben die Möglichkeit, einfach mal hier auf den Button Farbfotostickerei zu klicken. Das mache ich jetzt einfach mal auf der linken Maus. In diesem Zusammenhang möchte ich sehr gerne wieder auf die Online-Hilfe verweisen. Wenn Sie einen Mauszeiger länger auf eine Option stellen, dann öffnet sich ein Fenster mit einem etwas längeren Text. Und wenn Sie jetzt hier auf die Taste F1 drücken, landen Sie in der Online-Hilfe genau zum Thema Farbfotostickerei und können sich dann Informationen holen. Wir klicken jetzt einmal mit der linken Maus auf die Farbfotostickerei. Auch hier bitte lassen Sie etwas Geduld walten. Auch bei mir erscheint jetzt oben keine Rückmeldung. Die Erstellung oder die Umwandlung einer Fotografie oder einer Grafik in eine Stickerei, in eine Farbfotostickerei ist für jeden Rechner wahnsinnig rechenintensiv. Lassen Sie ihn einfach arbeiten. Er kommt nämlich wieder, wie der meine eben auch. Wenn Sie zu ungeduldig sind, kann es sein, dass Sie Probleme mit der Software bekommen. Lassen Sie sie einfach arbeiten. Die Software kommt dann schon von selber. Auch hier öffnet sich ein weiteres Fenster, steht jetzt oben links hier Farbfotostickerei, ist aufgebaut wie das Anpassen-Fenster. Wir sehen auf der linken Seite die Original-Bitmap und auf der rechten Seite nun eine Vorschau in den Fadenfarben. Da gehe ich gleich drauf ein. Dieser Anpassen-Button hier entspricht dem Anpassen-Button ganz links in der automatischen Digitalisierungsschublade. Wenn ich jetzt hier draufklicke, stellen wir fest, das sind die Werte, die ich vorhin eingestellt habe mit 3,5 und 10. Wenn man einmal kurz mit der linken Maus draufklickt, dann erscheint auch der Wert unter dem Mauszeiger. Mein Mauszeiger ist aktuell ein wenig vergrößert, deswegen ist der Wert ein bisschen schlecht zu sehen. Wenn Ihr Mauszeiger eine Normalgröße hat, sehen Sie sofort, welcher Wert da steht. Hier auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit, die Auflösung einzustellen. Das bedeutet oder das verändert die Stichanzahl. Bei hoch werden mehr Stiche erzeugt, bei niedrig werden weniger Stiche erzeugt und mittel, sage ich mal, ist der Standard. Wir lassen jetzt mal mittel stehen, weil Sie werden feststellen, auch das gibt schon ziemlich viele Stiche. Diese Lupenoptionen, damit können Sie in Ihr Bild, in Ihre Grafik reinzoomen, können schauen, gefällt mir denn die Farbauswahl oder auch nicht. Unsere Farbauswahl muss aber noch ein bisschen schöner werden, weil wir möchten keine Katze, die ganz grün im Gesicht ist. Deswegen werden wir hier noch auf die Angleichmethode eingeben und auf die Farben. Standardmäßig steht hier in diesem Farbenanzahlfeld die Zahl 7 drin. Das ist ein Mittelwert. Sie können bis zu 15 Farben auswählen oder Sie können natürlich auch runtergehen.
Die schönsten Ergebnisse gibt es eigentlich so erfahrungsgemäß, so mit circa 10 Farben. Aber das ist Geschmackssache. Der eine möchte es gerne naturgetreuer haben, der andere sagt, nein, das soll ein bisschen abstrakter werden. Aber wenn Sie sagen, ah, ich möchte mich ein bisschen hintasten, probieren Sie es mal mit 10 Farben. Das machen wir gleich. Vorher gehen wir noch auf die Angleichmethode ein, weil dieser Begriff ist ein wenig, ja, soll ich sagen, irreführend. Wenn Sie hier auf das Fenster Angleichmethode klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster mit 3 Optionen. Ich fange mal mit dem obersten an. Dort steht Bitmap-Farben zur Farbpalette hinzufügen. Um was geht's hier? Unsere Grafik besteht eigentlich aus, ja, Druckfarben, Bildschirmfarben, den sogenannten RGB-Farben. Diese Bitmap-Farben gibt es deutlich mehr, ist die Anzahl deutlich größer, als was es an Stickfarben gibt. Wenn ich jetzt hier auswählen würde, Bitmap-Farben zur Farbpalette hinzufügen und bestätige das mit OK, dann steht hier unten in den ausgewählten Farben nur noch RGB. Das sind eigentlich Druckfarben. Es ist aber so, es gibt Umsetzungstabellen oder ja Übersetzungstabellen, wo so und so oder die und die RGB-Farbe wird einer bestimmten Stickfarbe der Farbpalette Bernina zugeordnet. Da kann es aber sein, dass ich mehrere, oder da ist es auch so, dass ich mehrere RGB-Farben werden nur durch eine Garnfarbe abgebildet, weil eben die Anzahl der Garnfarben deutlich geringer ist als die der RGB-Farben. Wenn Sie also sowas machen und sagen, ich schreibe da jetzt RGB rein, dann haben Sie auch ganz später, wenn unsere Stickerei erstellt ist, hier unten, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf der Farbe gehen, erscheint ja normal dann auch der Farbname. Das ist bei mir jetzt nicht aktiv, weil ich noch eine Option hier offen habe. Und dann steht hier auch RGB. Aber Sie haben in Ihrer Schublade keine Farbe, wo RGB draufsteht, sondern Sie müssen dann später die Umsetzung machen. Also das sage ich mal, das sollten Sie nur machen, wenn Sie sagen, ich spiele jetzt mal noch mit den Farben und entscheide mich hinterher, welche ich eigentlich nehmen möchte. Die zweite Angleichmethode ist Bitmap-Farben mit Palette abgleichen. Hier ist es so, dass die Farben, die RGB-Farben, die im Foto gefunden werden von der Software, werden mit meiner Farbpalette, die aktuell bei mir hier aktiv ist, in Verbindung gebracht. Das sage ich, mache ich jetzt auch mal. Also aktuell haben wir hier Bernina und er hat, jetzt sehen Sie auch in dem Bitmap-Vorschaubild, erscheint die Katze eben anders. Er hat jetzt die RGB-Farben versucht, in die Bernina Farbkarte umzuwandeln. Das wollen wir auch nicht haben, deswegen nehmen wir die Mitte. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Farbtabellen zusammenzustellen, so wie Sie sie hier unten ganz rechts eben auch kennen. Wenn Sie sagen, okay, wir nehmen Bernina, wir nehmen Ice Accord und wir nehmen Polysheen. Mit diesen dreien möchte ich, dass du das eben, dass du die RGB-Farben in Verbindung bringst und umsetzt. Das Ganze bestätige ich jetzt mal. Und Sie sehen hier unten in diesem Farbeninformationsfeld habe ich jetzt verschiedene Farben. Das aus dem Schwarzen, das ist ein Bernina. Und die anderen sind, hat er jetzt Ice Accord 40 zuordnen können. Wir werden jetzt hier noch die Farbanzahl erhöhen. Sie können hier eine andere Zahl reinschreiben. Ich empfehle aber die Verwendung der Pfeile, weil wenn Sie einen Pfeil drücken, also wie jetzt in diesem Fall, um eine Zahl erhöhen, dann sehen Sie den Effekt sofort in dem Vorschaubild. Ich gehe jetzt mal hoch bis auf 10 und gebe meiner Katze 10 Farben. Und Sie sehen hier unten, er hat ziemlich viel Ice Accord. Hier hat er noch Bernina-Farben rein. Also je nachdem, welche RGB-Farben er jetzt gerade findet, die übersetzt er in die Fadenfarben. Ich bestätige das Ganze mit OK und lasse auch jetzt den Rechner oder die Software arbeiten. Sie werden gleich sehen, wie viele Stiche das eigentlich wird und warum das so viel Aufwand oder so viel Arbeit eigentlich für den PC und die Software eben ist. Also wir haben jetzt hier unten, sieht man, 48.460 Stiche erzeugt.
Das ist jetzt die Farbfotostickerei, die er aufgrund der Angaben, die ich gemacht habe, erstellt hat. Ich blende jetzt im Hintergrund die Bitmap mal aus. Und Sie sehen schon, dass die Stickerei ist nicht flächig. Man sieht den Hintergrund durch. Deswegen möchte ich Sie gerne ermuntern, wenn Sie solche Sachen sticken, sticken Sie diese auf einen Untergrund, der farblich Ihrer Stickerei angepasst ist. Sie können das hier simulieren und das Stickmuster Hintergrund. Suchen wir uns eine andere Farbe. Schauen wir, was mit dem da ist. Wenn ich diese Katze eben auf einen braunen Hintergrund sticke, wirkt die ganz anders, als wenn ich sie auf einen hellbeigen sticke. Ich zoome jetzt mal in meine Katze ein wenig rein und stelle fest, wie diese Stiche ausschauen. Das ist ein Wirrwarr von Stichen und ich zoome jetzt das nochmal größer. Ich gehe jetzt mal in das Rosane. Ich habe eine, ja, geringe Möglichkeit, diese Stiche zu verändern. Ich habe jetzt, das sieht man in dem Farbfilm hier, mal die rosa Nase mit der linken Maustaste ausgewählt und kann hier durch den Button umformen oder, wie gesagt, die Taste H zeigt er mir alle Punkte an, die die rosa Nase hat. Im Farbfotostitch gibt es nur eckige Punkte. Sie können keine Kurvenpunkte erzeugen. Es gibt nicht die Möglichkeit, einen Punkt auszuwählen und durch die Space-Taste den umzuwandeln. Alle Punkte sind Eckpunkte. Sie haben aber die Möglichkeit, den Punkt auszuwählen und zu verschieben. Sie haben die Möglichkeit, einen Punkt hinzuzufügen. Sie können auch welche löschen, die Ihnen gar nicht gefallen. Das mache ich jetzt, indem ich einen auswähle und entfernen drücke. Also auch da können Sie sich spielen. Ich möchte Sie ein wenig sensibilisieren, dass Sie, wenn Sie das jetzt hier in diesem weißen Feld machen würden, er selektiert jeden Punkt und sobald Sie einen Punkt bewegen, rechnet er alle Punkte neu nach. Das könnte eventuell zu Problemen führen. Also da muss ich Sie ein wenig warnen. Mit dieser kleinen Fläche ist das überhaupt kein Problem. Auch mit dem Schwarz wäre das sicherlich machbar. Bei dem Weißen wäre ich da jetzt vorsichtig, aber Sie haben die Möglichkeit, in einem kleinen Rahmen die Punkte zu manipulieren. Wenn Sie Ihren Fotostitch soweit fertig haben, wie Sie sehen, der hat von Haus aus eben 48.000 Stiche, dann rate ich Ihnen, die Datei zu speichern und bevor Sie eine Maschinendatei exportieren, löschen Sie die Grafik im Hintergrund, weil das die Maschinendatei nur unnötig vergrößert. Jetzt haben Sie das Problem, wenn Sie im Farbfilm auf die Grafik klicken, Sie können sie nicht löschen. Sie können Grafiken, die aktuell unseres sogar noch ausgeblendet ist, auch nicht löschen. Aber jetzt haben wir unsere Katze im Vordergrund und die Grafik im Hintergrund und möchten die Grafik gerne löschen. Sie haben dazu mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie selektieren sämtliche Stickdateien. Ich drücke jetzt die Shift-Taste und habe alle markiert. Öffne mit der rechten Maustaste ein Optionsfenster und kann selektieren, ausblenden. Dann kann ich auf die Katze klicken und sie mit Entfernen löschen. Jetzt sehe ich aber gar nichts mehr. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in den Farbfilm rein und blende alles wieder ein und jetzt ist meine Katze wieder da. Die zweite Möglichkeit wäre, Sie blenden hier oben, Sie blenden diese beiden Optionen aus und haben praktisch die Stiche ausgeblendet und kommen dann auf die Grafik drauf, um sie dann zu sperren. Das war unsere Katze und unser Startbild, das möchte ich hier nochmal zeigen. Das ist diese Katze, das ist ein Quilt, der wurde in Steckborn gefertigt und mir das Foto zur Verfügung gestellt. Man kann auch durch die Auswahl von speziellen Farben oder Mischungen oder was auch immer, kann man auch ganz tolle Effekte erzielen. Also nicht jede Katze muss braun gestickt werden. So, als nächstes, Entschuldigung, öffnen wir ein neues Fenster und widmen uns dem Fotosnap.
Auch hier ist es so, der Fotosnap befindet sich in der automatischen Digitalisierungsschublade, ist aktuell nicht aktiv, weil ich kein Bild geladen habe. Ich werde jetzt das Bild einfügen. Das mache ich jetzt in einem anderen Verzeichnis. Jeder hat eine andere Organisation von seinem PC. Ich habe jetzt diese wunderschöne Bernina Nähmaschine entdeckt und die habe ich dafür ausgewählt. Die ist dafür wirklich ganz, ganz toll. Wenn ich den Fotosnap verwenden möchte, ich kann nur mit der linken Maus auf Fotosnap klicken. Wenn ich mit rechts drauf klicke, passiert nichts. Also es öffnet sich kein Optionsmenü oder was, wo ich andere Parameter einstellen kann. Das heißt, ich klicke mein Bild an, klicke links auf Fotosnap und habe hier meine Linien, von denen ich vorhin gesagt habe, die erinnern so an einen Zeilendrucker. Jetzt blende ich mal das Bild im Hintergrund aus und sehe, okay, ich habe hier Linien, die gehen von links nach rechts und werden hier mal dicker und dünner und erzeugen eben einen Hell-Dunkel-Effekt. Das ist noch nicht ganz das, so wie ich mir das vorstelle. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne die Einstellmöglichkeiten für den Fotosnap zeigen. Mit einem Doppelklick auf die Stiche öffnet sich das Objekteigenschaftenfenster, das jeder vom normalen Arbeiten kennt. Und da gibt es auch einen Reiter, der heißt Fotosnap. In diesem Reiter kann ich drei Fenster oder drei Optionen auswählen. Das eine ist die Auflösung. Auch hier grob, mittel, fein ändert die Anzahl der Stiche. Wir verwenden mal hier fein. Dann gibt es hier den Hintergrund. Der Hintergrund sind bei uns hier die dünnen Linien. Der ist hell. Sie haben aber auch die Möglichkeit mit dem Klick auf Dunkel, selektiere das mal und klicke auf Anwenden, ein Negativ zu erstellen. Also mit einem kurzen Klick können Sie praktisch ein Negativ Ihres Fotosnaps machen. Auch das gibt ganz tolle Effekte. Aber Achtung, auch das ist sehr stichintensiv. Wir sind jetzt schon bei 90.000 Stichen. Ich mache das wieder rückgängig, weil ich möchte gern das Positiv haben. Was sehr interessant ist der Füllstichwinkel. Der steht hier auf 0. Das ist auch richtig, weil unsere Linien werden von ganz links nach ganz rechts gezogen im Winkel von 0 Grad. Das gefällt mir aber nicht, deswegen stelle ich das auf 45 Grad. Auch hier können Sie in das Feld hineinschreiben oder Sie können die Pfeiltasten benutzen und klicke auf Anwenden. Schon sieht meine Nähmaschine deutlich besser aus. Jetzt gibt es noch eine weitere Option, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, und zwar ist es der Reiter Füllstich. Auch hier immer noch im Objekteigenschaftenfenster gibt es den Reiter Füllstich. Und da gibt es eine Füllstichart, die heißt Photosatin. Die ist im Moment aktiv, klar. Wir haben einen Fotosnap ausgewählt und die Füllstichart dazu ist der Photosatin. Hier habe ich zwei Möglichkeiten zur Einstellung. Das eine ist der Stichabstand, also das entspricht der Dichte. Bei einem kleineren Wert haben Sie eine höhere Dichte, dann haben Sie aber noch mehr Stiche. Wir lassen das jetzt mal. Was interessant ist, ist der Schrägwinkel. Und zwar der Schrägwinkel, ich zoome mal hier rein, gibt den Grad oder den Winkel dieser Stiche hier an. Nicht die Linien komplett, sondern wirklich nur den schrägen Winkel dieser Stiche. Diesen verändern wir mal auf 60. Ich mache das wieder kleiner, dass man auch das Ergebnis sieht. Hoppla. Klicke auf Anwenden. Und Sie sehen, die Maschine lebt noch mal mehr. Ich mache das noch mal rückgängig. Das waren die mit den 45 Grad, und das ist die Maschine mit den 60 Grad. Also das ist aber natürlich wie immer im Leben Geschmackssache. Ich sage es auch ehrlich, das ist auch Darstellungssache. Je nach Bildschirm wird das anders dargestellt. Ich hätte gerne eine Schwarz-Weiß-Nähmaschine, deswegen machen wir die noch schwarz. Auch der Hintergrund. Den gestalten wir jetzt auf weiß. Wir möchten gerne eine Schwarz-Weiß-Maschine. Und schon wirkt diese Maschine ganz anders. Was ich jetzt dieser Maschine noch hinzufügen möchte, weil mir das hier am Rand nicht so gefällt, ist eine Umrandung. Auch das geht mit wenigen Mausklicks. Das möchte ich gerne noch zeigen. Ich selektiere diesen Fotosnap, die Stickerei,
Öffne die Schublade Bearbeiten auf der linken Seite und verwende die Option Konturen und Versetzungen. Ich hätte gerne ein Objektkontur. Mir gefällt der Rückstich, den habe ich ausgewählt und ich möchte das auch sehr gerne in der gleichen Farbe haben. Da ich keine Überschneidungen oder sonst was habe, habe ich einfach die überlappenden Objekte. Also das ist egal, was Sie hier auswählen. Er macht das hier immer außenrum. Bestätige das Ganze mit OK. Und schon habe ich ein, ja, wie ich doch finde, sehr interessantes Stickbild einer alten Bernina Nähmaschine. Ich habe das auch ausgestickt und ich muss sagen, das schaut also auf weißem Stoff, das schaut wirklich toll aus. Das waren jetzt die Farbfotostickerei und der Fotosnap. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen mal noch zeigen, indem ich ein neues Feld hier, einen neuen Reiter öffne und nochmal die automatisch digitalisierende Schublade öffne. Sie müssen nicht zwangsläufig Fotos verwenden. Sie können auch Grafiken verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hier klicke ich jetzt auf Bild einfügen. Gehe nochmal zurück in den Standardordner, der übrigens wirklich Bestandteil auch ist von der Bernina Sticksoftware 8. Das ist Bernina 8 Pictures Artwork. Hier finden Sie ganz viele Vorlagen. Die einen oder anderen kennen Sie sicherlich schon. Und da suche ich mir jetzt einfach mal, da kommt das Haus. Aus diesem Haus kann ich auch eine Farbfotostickerei erstellen. Ich wähle das Haus aus, klicke auf Farbfotostick und stelle fest, okay, er hat auch sofort drei Farben entdeckt. Die Datei war so sauber hergerichtet, so sauber aufgebaut, dass es wirklich drei Farben sind und bestätige das Ganze einfach mal mit okay. Jetzt blende ich das Bild im Hintergrund wieder aus und stelle fest, jetzt habe ich aus einer normalen Grafik, also kein Foto, aus einer normalen Grafik habe ich die Möglichkeit, auch einen Fotostitch zu machen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, das Weiß gefällt mir nicht, ich möchte den Rest haben und habe hier eben eine Stickerei mit, ja, Mäander, Chaos oder was auch immer und kann diese Stickerei dann weiterverarbeiten und sticken. Das war das Webinar zum Thema Fotostitch. Gibt es irgendwelche Fragen? So, dann schalte ich mich mal wieder ein. Vielen Dank, Claudia. Ja, gleich am Anfang kam eine Frage. Ich lese die jetzt vor. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit ein Bild eingefügt und dieses wird mir nun immer als Standard Design 1 angezeigt. Wie kann ich das wieder dauerhaft entfernen? Ja, da ist wohl das Problem passiert, dass die Normalvorlage, da wurde dieses Bild, ich gehe mal hier ganz oben links auf Datei, als Vorlage speichern. Das wurde wohl als Vorlage speichern eingefügt oder gespeichert, sage ich jetzt mal. Da empfehle ich auf dem kurzen Weg, das Bild raus, also eine Design 1 zu öffnen, das Bild rauszunehmen und wieder als Vorlage speichern rauszuschreiben. Und somit wird es wieder die Standardvorlage. Okay, danke. Nächste Frage. Kann die editierte Grafik gespeichert werden? Im Grafikprogramm ja. Kurz und Oder bündig. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich sagt, man möchte eine Grafik speziell vorbereiten. Oder es ist zu viel drauf auf der Grafik. Oder ich sage mal, ich habe ein Auto vor einer Garage fotografiert und möchte aber rechts und links das alles nicht haben. Da empfehle ich wirklich dringend in einem Grafikprogramm, in einem dafür vorgesehenen Grafikprogramm, die Datei vorzubereiten, alles wegzulöschen oder das Auto so auszuschneiden, wie man es haben möchte und dann erst das Auto in die Sticksoftware reinzuladen. Beantworte das so die Frage. Ich nehme das jetzt mal so als Antwort. Ich habe jetzt da keine Rückmeldung. Ich gehe jetzt einfach mal weiter zur nächsten Frage. Auf welche Art ist es günstiger, die Bilder einzufügen? Scanner oder direkt aus einer gespeicherten Fotodatei? Das kann man so wahrscheinlich pauschal gar nicht beantworten. Wenn es schlecht fotografiert ist, ist die Grafik nicht besonders. Wenn ich es schlecht oder gut einscanne,
Das ist also, ich meine, es gibt manche Sachen hat man nur in Papierform, dann muss man scannen. Dann empfehle ich zu scannen, weil dann kann ich wirklich auch Glanzeffekte oder solche Sachen minimieren, indem ich auf den Scanner lege. Aber generell muss ich ein bisschen auch sensibilisieren. Verwenden Sie Grafik mit einer guten Auflösung. Grafiken, die Sie vom Internet runterziehen, die sind alle, haben alle eine viel zu geringe Auflösung. Und es kann sein, dass Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Es kann aber auch sein, dass das Ergebnis nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Okay, weiter zur nächsten Frage. Also deine Nähmaschine hat wohl sehr begeistert. Hier ist nämlich die Frage, gibt es ein Foto vom fertigen Design der Nähmaschine? Nein. Ach, ein Foto. Ja, aber da muss ich schnell suchen. Das gestehe ich offen. Ich habe es fotografiert. Ich lade es auch sehr gerne rein. Ich war aber vom Foto enttäuscht. Also es entspricht nicht dem, so wie es wirklich ausschaut. Ich lade das mal rein. Moment. Ich dachte jetzt, ob es die Stickdatei gibt. Ich war da jetzt ein wenig verwirrt. Es gibt das Foto, hoppla, aber das schaut irgendwie auf dem Bildschirm nicht besonders aus. Aber ich muss sagen, in echt schaut es wirklich toll aus. Ich habe es auch mit schwarzem Unterfaden gestickt. Also man kann es von vorne und von hinten anschauen. Probieren Sie es mal aus. Ich möchte Sie da wirklich ermutigen. Okay, Claudia, warum stehen einem nur 15 Farben zur Verfügung? Ich hätte gerne mehr. Weil das irgendwann nicht mehr rechenbar ist und weil halt die Limitierung auf 15 ist, warum es jetzt 15 und nicht 20 ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber dieser Fotostitch ist wie gesagt wahnsinnig aufwendig für die Software und man hat halt eine Limitierung von 15 Farben definiert. Jetzt habe ich eine Rückmeldung und zwar zu der vorigen Frage. Da war das Zuschneiden und das Editieren der Grafik gemeint, also auf der Stickleinwand. Da ging es um die Frage, da wo du gefragt hast, ob die Frage jetzt beantwortet ist. Ach so, also wenn ich praktisch, wie ich vorhin das Oval über die Katze drüber gelegt habe. Sie können die Grafik, muss ich jetzt eigentlich nachschauen, aber eigentlich nicht als Grafik speichern. Nein. Als Grafik speichern können Sie es nicht. Das müssten Sie dann eigentlich dann ins Corel, im Corel machen. Auf der Stickleinwand können Sie nichts als Grafik speichern. So, ich scrolle mal weiter. Hier haben wir jetzt vielen Dank für das informative Webinar und ich freue mich schon auf das nächste Webinar. Das ist doch sehr schön. Was Dankeschön. haben wir hier noch? So. Jetzt kommen ganz viele Danke. Im Moment habe ich keine Frage mehr. Moment, da ist jetzt noch mal was reingekommen. Aha, okay. Vielen Dank für Ihre Mühe. Die Webinare sind immer sehr informativ. Ich würde mich freuen, wenn demnächst auch ein Webinar zum Cutwork stattfinden würde. Das nehmen wir jetzt mal so Ja, als lassen Sie Rückmeldung sich auf. überraschen. Genau, das nehmen wir so auf. So. Schaue ich mal, ob noch eine Frage reingekommen ist. Nein, bei mir ist es leer. Keine Frage mehr. Dann würde ich sagen wir einen recht herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse, auch dass Sie zu so später Stunde vorm PC sitzen. Wir wünschen Ihnen wahnsinnig viel Spaß beim Ausprobieren. Nehmen Sie Fotos, alles, was Sie auf Ihrem Rechner finden, einfach mal ausprobieren. Machen Sie nicht zu viele Reiter auf, sondern immer mal wieder einschließen. Wie gesagt, das ist sehr rechenintensiv, aber Sie werden Spaß dran haben. Das macht wirklich Freude. Ja, auch von meiner Seite her vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Das Webinar ist natürlich aufgezeichnet worden. Wir werden Ihnen das in Kürze auf der Berliner Website zur Verfügung stellen. Und auch ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg. Tschüss. Einen wunderschönen Abend.